Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Wir waren ja, in der vorletzten Folge, genau, die letzte war ja 900er, waren wir stehen geblieben hier bei den, bei den Feuernixen. Roten Nixen heißen die Dinger, ja. Deswegen gehen wir da nochmal hin und gucken mal, dass das da losgeht und dass wir da auch mal die wieder fertig bekommen. Dann können wir nämlich alles abgeben und dann können wir mal schauen, wo und wie weit wir sind. So, nur gucken, ob auch die Musik läuft, aber die, ja, ist da, ist nur gerade ein bisschen leise. Ist halt gerade ein leises Intro oder was weiß ich. Eventuell müsste ich das mal angleichen. Müsste alle mal Musik, die ich habe, mal ein bisschen angleichen, dass die nicht, sagen wir mal, einen gleich lauten Output hat. Das habe ich bei Star Wars mal gemacht. Das wollte ich hier ja auch schon mal machen. Hab dann aber wegen Faulheit und, ja, eigentlich, wie gesagt, ist das halt so eine Sache. Soll man das ja nicht so machen oder, beziehungsweise, na gut, die Musik, die Lautstärke zu verändern. Hab sechs Mal geguckt. Ändert ja noch nichts am Titel. Ihr merkt schon, ich bin immer noch erkältet. Aber ich glaube, der Husten löst sich so langsam. Aber andererseits, das habe ich schon öfters mal geglaubt. Oh. Da ist jemand. Warte mal, dann frage ich hier mal bitte. Zip, zip, zip. Uhu. Komm mal. Grrrp. So. Lalalala. Bumm. Danke. So, wunderbar, dann sind wir voll. Ganz schön was los hier. Oh, Luciana ist auch da. Plum. So, dann, ach ja, wartet, bis hier respawned ist. So, da, okay. Ja, das geht schnell. Lilililil. Warum bin ich so schnell? Achso, ich habe noch die 5% Rolle drin. Ah, okay. Das erklärt's. So, Bambino, welches Level bist du? 99. Ja, okay. Du haust hier ein bisschen schneller die Möpfchen um. Aber ich kann wenigstens auch ab und zu nochmal draufhauen. Das ist gut. So, ich kann ja mal ein bisschen über meinen Weihnachten reden. Jetzt, nachdem es vorbei ist. Was habe ich geschenkt bekommen? Eine neue Tastatur zum Beispiel. Yoshi schreibt Hi. Yoshi. Yoshi schreibt Hi und ich habe eine neue Tastatur geschenkt bekommen. Ich weiß ja nicht, was ihr geschenkt bekommen habt. Könnt ihr mal ein Dings da lassen, einen Kommentar. Und sagt halt Bescheid. Vor allem, was mich ganz besonders interessiert, was habt denn ihr zum Essen gehabt? Was gab's bei euch zum Essen zu Heiligabend? Weil das ist ja hier auch in Deutschland regional sehr unterschiedlich. Ja, Augenblick. Ich gehe mal hier kurz auf Folgen. Ich habe ja jetzt Zeit, ja. So, Folgen. Ganz gut. Guck mal, wenn der Husten nicht wäre und selbst habe ich Tee vergessen. Naja, also, ja, wie gesagt, ich habe ja hier und überhaupt, ja, achso, ja, Mittagessen. Genau, Mittagessen. Was gab es zum Mittag? Essen. Mittag gab es bei uns Kartoffeln und ein paar Fleischklößchen oder sowas. Kann man nicht anders nennen. War jetzt nichts Großartiges, aber wichtig ist ja das Abendessen. Was gibt es zum Heiligen Abend abends zu essen? Bei uns gab es da Hase. Und was gab es noch? Grüne Klöße. Und Rotkraut. Eigentlich das Standard-Heilig, Heiligabendessen in... wo ist das? Ja, im Erzgebirge, genau. So, wurde mir hier ein bisschen erstmal eingewöhnt, ein paar Tage nicht aufgenommen und jetzt bin ich es nicht mehr gewöhnt, gleichzeitig zu quatschen und gleichzeitig was zu machen. Naja, wie gesagt, Standardessen in im Erzgebirge. Ja, mega Huster, großes Sorry. Standardessen im Erzgebirge und natürlich muss man auch dazu sagen, die Klöße sind selbst gemacht, also sprich erst gekochte Kartoffeln am Vortag gerieben, geschält, dann gequetscht. Die werden ja nicht gerieben, sondern gequetscht und dann am Tag drauf, also sprich am Heiligen Abend vorher, haben sich alle hingesetzt, haben Kartoffeln geschält, haben sie durchgerieben diesmal, immer ein bisschen Essig dazu, haben
Klopapier in die Rolle gesteckt. Nee, Quatsch. Haben das ganze Zeugs dann vermengt mit der Stärke, die aus bei den gequetschten, geriebenen Kartoffeln von den rohen mit rauskam. Und haben das Ganze dann gekocht. Gibt noch die Version, das kurz zu überbrühen. Aber hat auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt. Ist ein Haufen Arbeit, so ein paar grüne Gelöschen. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich freue mich immer darauf am meisten. Das Essen ist das Wichtigste. So, bin ich ja die auch? Nee, roter Nix auf 85 noch. Okay, Dark Weeper geht abgeben. Jetzt steht Legion hier rum. Ist das etwa... So, was hier jetzt? Bist du abgeben oder nicht? Ach, Apokalypse ist abgeben. Oh, ja, dann... Apokalypse ist abgeben. Apokalypse ist der offensichtlich den Char steuert. Okay, dann komme ich mal mit. Flupp. Na komm, dann machen wir mal gemeinsam hier noch ein bisschen. Ein paar Rundchen. Flupp. Schlupp, schlupp, schlupp. Und weiter. So, ich muss mal ein bisschen langsamer machen, weil ich ja immer noch die 5% Spritrolle drin habe. Die läuft noch 22 Minuten, jetzt läuft sie nicht mehr. So, okay. Sollte ein bisschen besser gehen. Lülülülülü. Flupp und flupp. So, dass das auf Klasse klappt hier. So, rote Nixe 40 von 80. Sehr schön. 41 von 80. Wird doch. Oh, Bambino ist wieder da. Das ging ja schnell. Na gut, dann kann ich mich auch hinten wieder ranhängen. Schlupp. Und Apo ist auch wieder da. Tatsächlich. Was ich mich frage, natürlich, wenn Apokalypse Bambino ist, warum, wenn sie schon einen Jäger hat, warum haut sie dann nicht mit dem Jäger einfach hier drauf und ja, nimmt extra ihren Mage? So viel schneller geht das jetzt auch nicht. Ich meine, das geht schon schneller, aber so viel schneller ist es auch nicht. Vor allem, ich meine, wenn wir als Jäger zu zweit sind, aber ja gut, ich schreibe mich da nicht rum. Hauptsache, ich habe hier jemanden, der für mich die Maps haut. Lalalala. Lalalala. So, also wie gesagt, das Rotkraut war auch lecker gemacht. Genauso wie natürlich wie die Kartoffeln. Quatsch, der Hase. Und ja, die grünen Klöße, ich weiß nicht, habt ihr solche schon mal gegessen, beziehungsweise was gibt's halt bei euch zu essen? Bitte in die Kommentare schreiben, ich bin mega neugierig. Weil, wie gesagt, das ist regional in Deutschland, das ist ja, da braucht man ja bei uns nicht weit fahren und schon gibt's da wieder was anderes. Da gibt's nur Kartoffeln und Würstchen oder sowas. Oder Kartoffelsalat und Würstchen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, gerade zu Weihnachten, meiner Meinung nach, gehört da genau das dazu, dass man da halt die grünen Klöße, die viel Arbeit machen und das ganze Zeugs, dass man da selbst halt gemeinsam mit dran setzt und dass man da jeder gemeinsam ein bisschen mit anpackt. Ich bin ja sonst nicht so der Koch, bin ja auch nicht der gerne kocht, aber gerade das ist ja das, was Spaß macht. Das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Mitmachen, alles so drum und dran. So. Da haben wir 9 Nix. Drin dürfte ja nichts mehr sein. Nee. Lalalala. Wahrscheinlich ist das halt auch so, weil doch die einejenige, die vorhin da war. Ich dachte erst, die wäre hier aus Gruppe gegangen, damit ich rein kann. Aber offensichtlich nicht. Die brauchte die Nixis wahrscheinlich selbst. Entsprechend hat das ein bisschen was durcheinander gebracht. Aber ja, ist okay. Ist hier kein Problem. So. Hopp. Lillillillip. So, hauen wir hier mal drauf. So, okay. 86, 17, also noch 10 Stück, die kriegen wir hin. Das ist ja schnell gemacht. Und dann ist das Durcheinander hier auch weg. Ist natürlich klar, jetzt sind alle zu Hause. Jetzt können alle auch mal ein bisschen zocken. Jetzt haben sie auch früh mal Zeit. Normalerweise bin ich früh auf, deswegen war ich ein bisschen überrascht, hier eine volle Gruppe zu finden. Das ist ja, ja, selten. Selten, aber es freut mich, natürlich. Wie gesagt, je mehr los ist auf den Servern, desto mehr ist los auf den Servern, was ja auch schön ist. So, ich hoffe, wie gesagt, auch euer Weihnachten allgemein, nicht nur das Essen, sondern euer Weihnachten allgemein jetzt nicht nur, auch nur, nicht nur das Essen und die Geschenke, sondern eben euer Fest allgemein hat Spaß gemacht.
Bei uns war es toll, wie gesagt, dass da ja meine Schwester schon ein paar kleine Kinder hat und wir heute oder dieses Jahr mit meiner Familie, und das machen wir dann in der ganzen Familie dann immer, Weihnachten gefeiert haben. Ja, da kam bei uns ja auch ein Weihnachtsmann. Bei älteren Leuten ist das ja nicht immer der Fall. Weil bei alten Leuten braucht der Weihnachtsmann ja nicht extra vorbeikommen, das schafft er das ja gar nicht. Für alle Kleinen, die das noch nicht wissen. Und naja, jedenfalls kam er vorbei und ja, eins meiner der Kinder meiner Schwester hat erstmal zwei Kohlenstücke gekriegt. Kohlen, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber Kohlen gibt's ja immer dann, wenn das Kind nicht artig war. Das Lustige ist, der hat sich über die Kohlenstücke gefreut oder genauso gefreut über die als über die Geschenke, die er bekommen hat. Was lustig war. So, kann man das abgeben. Und wieder off. Danke für Grip. So. Gut, wir reisen mal zurück nach Uga. So, wunderbar, hier sind wir. Jemand hat mir übrigens geschrieben, ich verrate jetzt absichtlich nicht wer, dass es einen Bug gibt, mit dem man zumindest einen Portcha nach Uru stellen könnte. Aber zum einen nützt mir ein Portcha an Uru jetzt nicht so viel. Sondern, wie gesagt, Portcha an Uru ist doof. Wenn, dann bräuchte ich den oben im BF. Und zum anderen, ist das Bug-Using und deswegen verrate ich erstens nicht, wie er geht und zweitens nicht, wer mir den verraten hat. Einfach nur, Bug-Using unterstützen kann ich natürlich nicht. Das geht so nicht. Nein. Trotzdem vielen Dank, dass du mir helfen wolltest. Aber so geht's halt nicht. Ich muss erstmal abgeben. Deswegen. Okay. Hier hinüber. Hallo, Herr Weihnachtsbaum. Zufällig ein Buffer online. Keine Ahnung, ich kenne keinen, der Buffer heißt. Schlupp. So, und nehmt gleich mal den Dance mit hier. Let's Dance. Let's Weihnachtsdance. Kaufen. Das raus. Kidmon. Alles weg. Das kann weg. Ach komm, die Stäube auch erstmal weg. So, die Gentech-Münze für die Winterspiele. Eigentlich brauche ich die nicht mehr. Weil ich krieg das Zeug eh nicht zusammen. Komm, los. Weg. Pfui. Blockierst mir nur das Inventar, aber das kann nicht verkauft werden. Na toll. Na gut. Ja, dann eben so. Und wir wollten M unten abgeben, da oben abgeben. Also abzugeben haben wir viel. 3 Stück. Das sind ja die Quests, die ich abgeben wollte. Und dann wollte ich die neuen annehmen. Genau, jetzt weiß ich wieder. Jetzt bin ich wieder drin. Juhu. 2 Tage nicht gespielt und ich weiß schon nicht mehr, was geht. Hihi. So, okay. Wupp. Übrigens sollte die Folge heute auch wieder ein bisschen spät kommen. Entschuldigung, ich bin erst so gegen 11 aufgestanden. Und, naja, dann 11:30 so angefangen. Und wenn ich um 12, also früher kamen ja die Folgen pünktlich um 12. Und wenn ich dann aber um 12 hier die Folge rausbringen will und soll, wird das nix. So, Mondlichtlied 3, fortfahren. Oh, habe ich die auch fertig? Hier. Labagagolz, dich wollte ich haben. So, Dankeschön. Schlopp. Und natürlich dann noch die Nix-Quest. Wunderbar. Besser wie nix. Okay. Dann geht's jetzt ab nach in den WF. Dann können wir dann die neuen Quests annehmen. Ich kann ja aber mal einfach nur ein bisschen Sprit sparen für den Waschi. Ab und zu mal runter und ab und zu mal wieder rauf. Schadet nicht. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt hier die Folge beenden, weil jetzt ist jetzt eh nur noch langweiliges hingelaufen. Und laufe offscreen hin. Und in der nächsten Folge starten wir dann da, wo es weitergeht. Also Strich dort im BF, da wo die Quests anzunehmen sind. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.